AJ-Soldaten kommen. Bereite dich vor und nimm dir Waffen aus den Kisten. Jo Leute und herzlich willkommen im Part 7. Ja, wer den Part 6 gesehen hat, weiß natürlich, damit wir leider gestorben sind, indem wir Wingsuit gegen die Wand gemacht haben. Und ja, wir versuchen jetzt einfach nochmal die Mission zu machen. Ja, wir machen das einfach genauso wie letztes Mal, da es ja eigentlich geklappt hätte, wenn wir dann nicht mit dem Wingsuit gegen die Steinmauer geflogen wären. Also, ja. Da könnt ihr euch Munition nehmen. Vorne haben wir C4 hingelegt, damit wir dann das Fahrzeug einfach zerlegen. Das, was da jetzt gleich reinfahren wird. So, ihr habt eh gesehen, das war jetzt das erste Fahrzeug. Hier haben wir jetzt noch das zweite Fahrzeug. So, ihr müsst jetzt aufpassen, drüben wollen die Feinde eine Bombe an der Waffenkammer legen. So, jetzt hat der Helikopter uns ein paar neue Feinde gebracht. Ja, die knallen wir einfach ab, beziehungsweise zerstückeln sie einfach mit unserer Machete. Da könnt ihr einfach die Seilrutsche benutzen. Müsst ihr aufpassen, die zerstören da gerade die Statue. So, jetzt sind die Wahnsinnigen wieder an der Klostertür. Aber von der Zeit her reicht das eigentlich eh locker aus, damit man halt die Feinde zerstückelt, bevor sie einen alles auseinandersprengen. Ein kultureller Austausch, Mission beendet. So, jetzt müssen wir da irgendwie zu diesem S kommen. Ah, S, L, zum L. Ja, da habt ihr noch so eine kleine Nebenmission. Einfach die Leute abknallen und den Truck zersprengen, dann kriegt ihr XP und ein bisschen Geld, glaube ich, soweit ich weiß, ja. So, also wir machen uns jetzt auf den Weg zum L. Hier sind wieder ein paar Wahnsinnige am Start. Habt ihr das gesehen? Messerwurf, Takedown. Eine Meisterleistung meinerseits.
So, jetzt habt ihr noch ein Tigerfell bekommen. Also wenn ihr den Tiger abknallt, natürlich nur. So, da haben wir jetzt wieder so einen super Helikopter, der wahrscheinlich wieder gleich abstirbt. Oh, diesmal ist er sogar grün. Für alle Rapid-Freunde unter uns. So. Piep, 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 piep. Ja, wird's gleich wieder gehen, wahrscheinlich, oder? Na, schaffen wir es? Nee. Naja, aber eh klar. So, hier einfach Speed up, aussteigen. So, 200 Meter haben wir noch, geht sich locker aus. AJ, mein Kind. Ich dachte gerade, wir sollten kooperieren. Du und Die Wingsuit Power bringt sich jetzt wirklich. So, Tami Ashram, Ort entdeckt. Boah, der regt mich so auf, der labert immer stundenlang. Boah, pack deinen Finger weg. Von den Augen gefallen. Es gab eine Sendung, ein paar Hubschrauber über das Gebirge entsandt, doch es stürzte ab. Du musst diesen Trecker nehmen und mir diese Sendung besorgen, bevor die Armee sie bergen kann. Der Herr wird schon für deinen Transport sorgen. Was hältst du davon? Amen. Amen. Nun geh! Geh! Geh, Eche! Der Tracker von dir zeigt an, dass ich nah dran bin, an was immer ich dir auch holen soll. Das sind gute Nachrichten, AJ. Aber pass auf, wenn du die Absturzstelle erreichst. Die Royal Army hat bestimmt Leute geschickt. So, Bergpredigt heißt unsere nächste Mission. Ihr seht schon, wir sind da jetzt gleich irgendwie im eisigen Teil von Far Cry 4. Und ja, dieser Tracker schaut wirklich noch ganz brauchbar aus, überhaupt nicht kaputt. Ich frage mich, wie sowas gehen soll, aber die Logik von Far Cry 4 lässt dir wieder mal nach. Finde eine Sauerstoffmaske. Ja, das ist in so einer Höhe natürlich sehr vom Vorteil, wenn man nicht erstickt, während man die Feinde abknallen will. Also, ja. Ihr seht schon, die sind total blind, die hören nichts, sehen nichts. So, also jetzt habe ich den ersten Mal abgeknallt, habt ihr gesehen, jetzt habe ich eine Sauerstoffmaske. Oben in der Mitte wird uns das Sauerstofflevel angezeigt, beziehungsweise wie viel Sauerstoff wir noch übrig haben. Lokalisiere den Helikopter. Ist unsere Zwischenmission.
So, hier können wir einfach mit diesem Dings da fahren, keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Snowmobile oder wie man das auch immer nennen mag. Naja, ihr seht schon, der Helikopter sollte dann da irgendwo in der Nähe sein. Ja, ihr müsst jetzt einfach in dem gelben Bereich den Heli finden. Passt auf wegen den Leoparden oder diesen Viechern da, was das jetzt auch immer war. Ja, ihr seht schon, wir haben jetzt nicht aufgepasst, jetzt gehen uns da gleich drei an. Also wenn ihr sie seht von Weitem, knallt sie einfach mit eurer Waffe ab, ist besser als jetzt hier so schön kuschelig mit denen den Tag zu verbringen. Also der Tracker hilft euch, also den, was euch der komische Freak da vorher in die Hand gedrückt hat, der hilft euch dabei, den Helikopter zu finden. Das wird euch auch vorher, also das wurde euch auch beschrieben. Vorher in diesem Ding, da könnt ihr das Video einfach kurz stoppen, wenn ihr die Anleitung sehen wollt. Spüre die Lieferung auf. Lokalisiere die Lieferung mit dem Tracker. So, einen Teil der Lieferung haben wir schon lokalisiert. Vier Teile gibt es insgesamt. So, also hier müsst ihr wirklich aufpassen. Ja, im letzten Part haben wir uns das SDG-90 gekauft. Würde mich interessieren, was eure Meinung zu dem Maschinengewehr ist, beziehungsweise Sturmgewehr. Würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr davon haltet und ob ihr damit auch gerne spielt oder welche Waffe euch mehr taugt. Der checkt sein Leben eh nicht, den könnt ihr einfach abknallen da drüben. So, also zwei Teile der Lieferung müssen wir jetzt noch lokalisieren. Das werden wir jetzt aber auch gleich gemacht haben. So, also hier könnt ihr raufklettern. Mich wundert es wirklich, damit dieser schöne Tracker noch funktioniert. So, aufpassen, Boomer.
die halten irgendwie urviel aus, kommt mir vor. Also man knallt denen in die Fresse zwei Magazine und sie töten dich. Setzen Sie Köder ein, um aggressive Tiere von dir wegzulocken. Ja, das ist vielleicht ein recht nützlicher Tipp, wenn man bedenkt, woran wir gerade gestorben sind. So, jetzt können wir das wieder machen. Lokalisiere die Lieferungen mit dem Tracker. Naja, wenigstens müssen wir nur noch die zwei Lieferungen lokalisieren, nicht mehr alle vier. Das dachte ich jetzt eigentlich gerade, aber ja, dann passt sie. So, also jetzt habt ihr es gesehen, Boomer gleich einfach von Weitem abschlachten ist besser. Ja, da könnt ihr euch noch ein paar Köder holen. So, das war jetzt der dritte Teil der Lieferung von 4. Jetzt machen wir wieder eine Wingsuit Power und sterben wahrscheinlich wieder dabei. Nicht mal, wunderbar. Sehr gut, letzter Teil der Lieferung. Ja, geht ein Stückchen runter. Oh, so ein Shit. So sollte man es nicht machen, das habt ihr jetzt auch gelernt. Und weiter geht's. Wir machen das immer sehr elegant, muss man schon sagen. So, also auf geht's zum letzten Part. Also zum letzten Teil der Lieferung. So Leute, jetzt sehen wir auch gerade zum ersten Mal einen Bär, der ziemlich stark ist und ziemlich aggressiv. Jetzt sind wir eh tot. Ja. Super. In dem Part, glaube ich, sind wir schon viermal gestorben oder so, also wirklich sehr nett. Naja Leute, dann sage ich wieder mal danke fürs Zuschauen und danke, dass ihr auch wieder in Part 7 eingeschaltet habt. Wer die ersten 6 Parts noch nicht gesehen hat, wenn es interessiert, sind alle auf meinem Kanal, einfach auf Videos gehen. Und der Part 8 wird, sobald er da ist, natürlich unter diesem Part verlinkt. Ja, danke fürs Zuschauen, was mit dem Bären geschieht, ob wir es endlich mal schaffen, ihn zu töten oder ob er uns noch 10-mal tötet, seht ihr im Part 8. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Snake Checker. Ciao, Leute.